Sadika! Hallo liebe Thai Food Lovers! Heute geht es weiter mit Wappen mit Mami und Mo. Und heute gibt es wieder eines der beliebtesten Thai Street Food. Und zwar machen wir heute, Achtung, 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 Rad Na. Kennt ihr das? Vielleicht kennt ihr schon Pad Thai, Pad Siew. Das haben wir schon vor ein paar Wochen gekocht. Und jetzt kommt noch Rad Na mit dazu. Das ist quasi die dritte Lady im Bunde in diesem berühmten gekochten, gebratenen Nudelgerichte in Thailand. Ja, wir brauchen kein Fleisch. Ah, stimmt. Heute brauchen wir gar kein Fleisch. Rad Na, was wir heute machen, ist komplett vegan sogar. Es wird super, super lecker. Und wir schauen uns gleich mal an, welche Zutaten wir alles brauchen. Aber erst muss ich euch erzählen, eines der wichtigsten Zutaten ist eine Brühe. Und diese Brühe hat meine Mama schon heute Morgen, den ganzen Morgen rumgerührt und gemacht, als ich noch im Traumland war und herumgeschnarcht habe. Noch schlafen. Und da war meine Mama schon fleißig heute Morgen. Guck mal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eines der wichtigsten Zutaten bei Rad Na. Guck mal, das ist diese Gemüsebrühe, die wir brauchen. Lauch, dann Rettich, Sellerie. Und guck mal, seht ihr, was das ist, diese orangenen Dinger? Wer weiß es? Das ist Goji-Beere. Das ist so ein bisschen säuerlich, ne? Dann haben wir noch Pfeffer drin und einen Hauch an Zucker reingemacht. Und das kommt dann alles... Und Salz auch. Ach so, und Salz auch noch drin. Und das kommt dann alles in einem riesengroßen Topf und wird dann ungefähr so eine halbe Stunde ganz leise geköchelt. Und dann habt ihr am Ende eben diese super leckere Gemüsebrühe hier. Guaidio, Nudeln. Und hier haben wir schon frische Nudeln, aber wenn ihr noch die Instant-Nudeln, also die trockenen Nudeln habt, dann müsst ihr das vorher noch kochen, damit es dann durch ist. Aber hier brauchen wir nicht mehr kochen, das ist schon so gut wie durch. Das brauchen wir mit Dark Sojasauce, dunkle Sojasauce. Tauhu, Tofu, hier in kleine Stückchen geschnitten. Und dann brauchen wir lecker, lecker Shiitake-Pilze. Und das hier, das war vorher trockene Shiitake-Pilze. Das hat meine Mama dann noch im Wasser eingelegt. Ne? Aber wenn ihr frische Shiitake-Pilze holt, braucht ihr das gar nicht einzulegen. Könnt ihr das so nehmen. Und dann haben wir noch Bambussprosse. Das sind gelbe Bohnen. Das bekommt ihr auch in vielen Asien-Import-Export-Geschäften. Das ist auch super lecker, schmeckt so ein bisschen salzig. Und eines der wichtigsten Zutaten, warum die klare Brühe nachher dann so gravy wird, also so dickflüssig wird, ist hier diese Mischung aus Wasser und Tapioca-Mehl. Kennt ihr noch Tapioca? Wenn ihr aber kein Tapioca-Mehl habt, hat meine Mama gesagt, könnt ihr als Alternative auch einfach Speisestärke nehmen. Das geht genauso. Bisschen Sellerie nachher als Deko. Und jetzt kommt, mischen wir das Ganze, mischen wir die Nudeln mit ungefähr 1,5 bis 2 Esslöffeln dunkle Sojasauce. Oder vielleicht auch 2. Gucken wir mal. Ich habe jetzt fast 2 Esslöffel gemacht. Und jetzt das Ganze schön ineinander rühren. Und dann müsst ihr aufpassen. Guck mal, bei mir springt schon alles hier links und rechts zur Seite raus. Das gehört dazu. Wisst ihr Bescheid, ein bisschen Chaos muss sein. Öl ist ready to be rock. Und jetzt kommen nämlich die eingelegten Nudeln mit Sojasauce hier rein. Das wird gleich nämlich noch anfrittiert und das macht das Ganze noch leckerer. Voila! Oh Leute, bei einem Braten. Mmh, wie gut das riecht, gell? Mama hat gesagt, ich soll mal probieren. Ja. Allein schon ganz normale Nudeln mit Sojasauce angebrannt. Ist schon so lecker. In Thailand bleiben Nudeln dicker. Ah, stimmt, ne? In Thailand essen wir das auch mit den breiten Nudeln. Und, aber das könnt ihr nehmen, wie ihr Lust und Laune habt. Jetzt geht's um
wieder ein bisschen Öl hier in den Wok oder in die Pfanne rein. Das ist so eine Mischung aus Pfanne und Wok. Und als erstes kommt dann Tofu, Tofus rein. Ich liebe Tofus. Liebt ihr auch Tofus? Eine gelbliche, goldige Farbe bekommen. Dann haben die genau die richtige Konsistenz erreicht. Ich lasse die mal kurz hier ruhen. Dann zeige ich euch noch schnell, wie wir die Shiitake-Pilze schneiden. Ich weiß, die meisten von euch können das wahrscheinlich schon. Ich mache das auch nur noch mal für mich. Guck mal, dann nehmt ihr so einen Shiitake-Pilz. Süß sieht das aus, gell? Fühlt sich auch goldig an. So, dann einfach hier längs schneiden. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und ich glaube, deine Finger nicht. Achso, ohne meinen Finger. Ohne extra. Meinst du, mein Finger schmeckt nicht? Ja. Aha. Die Tofus sind gelb. Guck, haben eine schöne gelbliche Färbung bekommen. Eine leicht knackige Kruste. Und jetzt kommen die Shiitake-Pilze rein. Wenn ihr dann auch so wie wir die trockene Shiitake-Pilze genommen habt und das eingelegt habt, guck mal, seht euch das Wasser an. Macht ihr auf jeden Fall das Wasser mit rein, denn im Wasser sind auch die ganzen Aromen und dieses süßlichen Geschmack mit drin. Also, geizig sein und alles aufheben, bloß nichts wegschmeißen. So, und wenn ihr dann merkt, okay, die Shiitake sind langsam durch, sind langsam fertig, dann kommen Bambusse rein. Weil die Bambusse schon fertig sind, können wir hier direkt die vorbereiteten Gemüsebrühe, was meine Mama den ganzen Morgen liebevoll gekocht hat, können wir dann hier reintun. Das weiß ich jetzt schon. Das riecht schon gut. So. Ja, gell? Das riecht schon total aromatisch. Und jetzt, guck mal, kommen hier die mysteriösen gelben Bohnen rein. Ich probiere mal eins. Salzig. Was wie Meerwasser. Das kommt jetzt hier rein. Da braucht ihr auch gar nicht so viel. Ich guck mal. Das ist ungefähr so ein großer Esslöffel. Braune Zucker haben wir noch geholt. Haben wir nämlich vorhin vergessen. Machen wir noch ein bisschen braune Zucker rein. Also wie gesagt, nachdem diese salzigen gelben Bohnen drin sind, kommt jetzt Sojasauce. Sojasauce, genau. Aber erst muss ich abschmecken, wie salzig das ist. Sojasauce. Ungefähr 2 Teelöffel von dem braunen Zucker. Ich schätze das jetzt mal ungefähr ab. Wenn mir das nicht süß genug ist, mache ich gleich nochmal mehr Zucker rein. Die Gravy-Soße, diese Mischung hier aus Tapioca-Mehl und Wasser. Ich muss es noch ein bisschen umrühren, weil wir haben es stehen lassen, sodass es schon fast zu dünnflüssig ist. Aber das kann man dann einfach nochmal schnell rühren und dann wird es gleich so gravy-dick. Also lieber erstmal 2 Esslöffel rein, kurz umrühren und dann seht ihr nämlich auch schon gleich, wie die Konsistenz wird, ob es langsam gravy-dick wird, wie dickflüssiger das hier wird und es wird gleich noch mehr. Es hat geklappt! Und jetzt machen wir noch, was hast du gesagt, Mami, Sesamöl? Ja. 1 Esslöffel. Ja. Und am Ende kommt, guck mal, mein neues Lieblings Würzungskochgerät und zwar elektronische Pfeffermühle. Inklusive Taschenlampe, sehr gut, dass ich drauf zeige, muss ich nämlich noch abmachen. Einfach hier oben drauf drücken. Extra von Morina. Lieblings-Action, Achtung. Da fällt die Morina. Guck mal, ich zeig nochmal. Sag mal, guckt euch das an. Es ist dunkel, man sieht nichts, aber man will noch heimlich was essen und würzen nachts. Also eine Mischung aus Taschenlampe und Pfeffer finde ich super, Mami. Ich esse das mit Nudeln und meine Mama isst das mit Reis. Mit Reis geht auch, gell? Ja. Kann man mit Nudeln und Reis essen. Aber wenn sie immer so mehr gesund, sie kann Vollkornreis. Hab ich gehört. Aber Mami, mir schmeckt Vollkornreis nicht. So. Mir schmeckt das nicht. Gesund immer schmeckt. Komm. Radnersoße hier drüber. Eieiei. Habt ihr schon mal Radner gegessen? Kennt ihr das? Oh, sei Kind war bin ich.
das hat meine Mama nicht gefallen, wie ich es gemacht habe. Das wird jetzt nochmal schöner gemacht. Und apropos schöner, guck mal, wer ist denn hier so schön? Heute im Thai Style mit Orchidee. Und wir benutzen auch Matten für die Kamera Auge. Das Auge ist mit. Erschreckt euch nicht, falls ihr seht. Das hier, das ist doch Tattoo von gestern, wo wir Halloween gespielt haben. Das ist nicht echt. Typisch Thai Style, hat man aber schon vorbereitet. Da kann jeder das noch individuell würzen, wie man Lust und Laune hat. Ist hier einmal diese Reisessig mit Chilischoten, dann Spicy Chili Pulver und brauner Zucker. Super, super lecker, Mami. Ich liebe alles in diese Gravy-Soße. Und gerade hier mit Nudeln, ne, das ist irgendwie so richtig spannend im Mund, richtig spannend für den Geschmack. Leute, unbedingt ausprobieren. Und jetzt, Mami, komm her. Radna, Mami und Mo. Mami, vielen, vielen Dank. Komm, Kun Mak Maka, Kun Man. Bitte, bitte, bitte. Du bist meine Lieblingsmeisterin. Ich muss schnell schleimen, damit meine Mama mir noch ganz viel beibringt. Ich weiß schon. Schlaftochter hier. Und ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und freuen uns riesig, wenn es euch genauso gut schmeckt wie uns. Ja. Khob khun ka. Khaw sawasdee na ka.